So, meine lieben Freunde, und damit herzlich willkommen zur ersten Folge von Rocket League. Ja, ich bin jetzt auch auf den Trichter gekommen, ein paar Folgen Rocket League rauszuhauen, einfach aus dem Grund, weil das Spiel so extrem geil ist und wie ihr sehen könnt, ich ein extremer Suchti bin. Und ich dachte mir, ihr wollt ein bisschen an meiner Sucht teilhaben. Ich würde sagen, wir quatschen gar nicht lange um den heißen Brei. Wir tryharden jetzt. Ich habe heute, meine lieben Freunde, das erste Mal angefangen, Ranked zu spielen. Und ich würde sagen, dann machen wir mal ein Einzelduell. Und dann werde ich mich jetzt entweder beweisen können, dass ich meinem Profi-Rang gerechtfertigt bin, oder ich werde kläglich versagen. Heute ging es eigentlich mit den Spielen. Ich habe, glaube ich, heute schon 5 Spiele gemacht, alle gewonnen. Und heute wird es wahrscheinlich genau andersherum sein. So, ihr wisst alle, dass mein PC nicht der beste ist, weswegen ich ganz, ganz kleine Lags habe, aber das ist halb so wild. Das kriegen wir schon alles hin. Lol. Da habe ich Glück gehabt und da der liebe Kollege gerade weggedrückt hat, drücke ich auch mal weg, weil ich das eigentlich nicht mag, wenn ich so ein Tor kassiere und der Gegenspieler das dann laufen lässt. Jedenfalls läuft es gerade sehr gut, möchte ich mal meinen. Und ja, also ich drück's mal auch wieder für meinen Kumpel weg. Also wie gesagt, ich hasse es, wenn man da die Sachen, die Sequenzen laufen lässt. Und dann bin ich mal gespannt. Oh ja, das kann er gut. Diese Bandendinger, bin ich überhaupt kein Freund von. Was mache ich denn da? Was mache ich denn da? Na, aber ich glaube, das können wir wieder ausbessern. Wow, wow, ich dachte, den können wir ein bisschen sneaky-beaky-like-mäßig antatschen. Aber den haben wir gerade nicht berührt, aber gut, dass er nicht aufs Tor kam. So, und mal schauen, wie das Ganze hier noch ausarten wird. 1 gegen 1 ist immer so eine Sache, aber es macht mir fast am meisten Spaß, weil man beim 2 gegen 2 etc. immer nur sich am besten auf seine Mates verlassen kann. Und wenn man das so in einem random Game macht, dann ist das meistens immer so eine Katastrophe, um es lieb zu formulieren. Oh shit, jetzt muss ich versuchen, gerade zu landen. Sehr schön. Weil dann geht es auch ganz schnell in die andere Richtung. Uiuiuiui. Da hat er. War ein schöner Ansatz. Also der Kollege ist auf jeden Fall nicht schlecht. Ich hatte gerade nur ein bisschen Glück bei den Distanztoren. Und ich glaube, man merkt, dass ich ein sehr defensiver Spieler bin. Denn sobald ich merke, den Ball kann ich nicht gut bekommen, bin ich immer schnurstracks auf dem Weg Richtung, wie jetzt zum Beispiel, Richtung meines Tores. Boah, das hat er echt gut versucht. Aber da sind wir ihm zuvor gekommen. Und da hat er ihn gut pariert. Ist ein bisschen schwierig, das hier alles ein bisschen auch live zu kommentieren, euch es ein bisschen spannender zu machen. Und das könnte jetzt ins Auge gehen. Ja. Da habe ich Scheiße gebaut. Aber da drücken wir auch weg. Da ist er auch so freundlich und drückt es direkt weg. Sehr schön. So, machen wir mal direkt weiter hier. Also Rocket League ist ja so ein Game, das ist ja momentan echt am Explodieren, kann man schon fast sagen. Jeder will es, jeder spielt es, jeden macht es Spaß. Oh, da muss ich mich gerade kurz konzentrieren. Und am meisten Spaß macht das natürlich auch mit Leuten, die in deiner Freundesliste sind. Was mache ich da? Ich dachte, er kommt jetzt angerauscht, aber dem war nicht so. Dem war nicht so. Und ich glaube, man hört es leicht. Ich spiele über Tastatur, falls ihr das auch wissen wollt. Erstmal wieder direkt, wie bei CSGO, die Fragen ein wenig versuchen zu reduzieren. Warum das so ist, weiß ich selbst nicht. Ach du Scheiße, ach du heilige Scheiße, was tue ich da? Was tue ich da? Warum ich mit Tastatur und Maus spiele, es liegt einfach daran, dass ich so angefangen habe, dieses Spiel zu spielen. Denn mit Pad habe ich es nicht angefangen und habe es dann probiert. Und ich habe gemerkt, es ist für mich wesentlich schwerer mit Pad zu spielen. Ich weiß nicht, warum das so ist. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Wow, da habe ich Glück gehabt.
Na, da versucht er jetzt auch Boost einzusammeln, um später das hier zu machen. Okay. Okay, okay, okay. Oh Gott, Leute, jetzt werde ich hier aber schon ein bisschen warm wird mir gerade hier. Und das liegt nicht am Wetter. Wobei es auch am Wetter liegen kann. Oh, jetzt macht er mich fertig hier. Wow. Da kam das Comeback. Also, wie man so schön in Counter-Strike sagen würde, Comeback Israel. Beziehungsweise Comeback is real, ne? Also, so, komm raus, Kumpel. Wow. Und den macht er jetzt wahrscheinlich auch rein, oder? Eieieiei, was ist das denn hier? Wow, das war jetzt echt ein krasser Zweikampf. Wow. Wow, da habe ich Glück gehabt, dass er. Da hat er zu lange gewartet. Da wollte er unbedingt den Ball bekommen. Das war unser Vorteil. Komm, ich mache jetzt High Risk, aber wir probieren es. Shit, oder? Nein, nein, das wird nichts. Ja, ich bin gerade ein bisschen ruhig, man merkt es, glaube ich. Wow, da haben wir wieder Glück gehabt. Eine Minute noch, Freunde. Eine Minute noch. Da ist er schon auf dem Weg Richtung Tor. Geht da rein? Nein! Oh, da fieber ich ja jetzt gerade schon ein bisschen mit, du. Mein lieber Mann. Ah, kriegt er den Ball? Kriegt er, ja. Scheiße. Das ist ein heftiges Match hier gerade, Freunde. Und ich glaube, in 40 Sekunden, noch nicht einmal, wird das nichts mehr. Das ist natürlich der Vorführeffekt. Vielleicht haben wir ein bisschen Glück. Und wenn er jetzt den Ball nicht gut raushaut, dass wir noch eine Chance bekommen. Ja, das hat er gut gemacht. Das hat er gut gemacht. Kriegen wir die Chance? Ja! Nein! Das war unsere Chance. Leider haben wir sie nicht genutzt. Das gibt's nicht, Freunde. Ärgerlich. Ärgerlich, aber es war ein schönes Spiel. Jo, es war ein schönes Game. Kann man nichts machen. Schade. Kann man nichts machen. War ein schönes Spiel. Hat man gesehen. Wow, das war ein ziemlich ausgeglichenes Spiel. Vielleicht möchte der liebe Mann, der möchte kein Replay. Kann man gar nicht machen bei hier, wie heißt es? Ne? Ranked? Schade. Ich würde sagen, wir machen direkt noch eins. Bei dem Spiel bin ich auch nicht irgendwie traurig. Das war echt extrem spannend und es hat mich gut mitgenommen. Ich bin so am Ölen gerade, Freunde. Und es liegt teilweise doch am Wetter. Wir haben, glaube ich, draußen 55 Grad oder so. Erstmal ein Schlückchen, wobei ich nur noch einen Schluck habe. Also, wenn das Spiel jetzt genauso spannend wird wie das gerade, dann bin ich im Eimer. Wenn man es denn so nennen kann. So, Freunde, komm. Das machen wir. Matt. PL. Aus Polen kommst du, mein Freund. Alles klar. Ich mach dich fertig, Freundchen. Ich mach dich fertig. Komm. Komm raus. Wow, da ist er. Hui, ja. Der Apfel fällt nicht bald vom Stamm. Hat er direkt. Wow, holt er sich erstmal ein bisschen, ne? Holt er sich ein bisschen Boost. Sehr schön. So muss das auch. Oh, ja. Ja, das ist der Vorteil, wenn man dann Boost hat, ne? Also, ja. Schön. Da ist die Motivation noch gleich wieder hin. Aber was soll's, wir haben noch 5 Minuten, das kann alles noch werden. Ja, oder auch nicht. Ja, alles klar, ist ein bisschen ärgerlich gerade. Erst recht, wenn man, wie viel haben wir gerade geführt ganz am Anfang, 3-0 oder 2-0? Ich weiß es gerade gar nicht genau. Aber natürlich haben wir noch ein bisschen Zeit und er snackt sich hier immer direkt den ganzen Boost. Das ist natürlich sehr schlau, sehr, sehr schlau sogar. Was ich jetzt allerdings auch mache. Ja, ich bin gerade ein bisschen konzentriert, das merkt er, glaube ich. Aber wir versuchen hier natürlich das Allerbeste rauszuholen. Aus der Stimmung. Das gibt's nicht. Wie treffe ich denn aber auch den Ball? Ja, das wird wahrscheinlich wieder nichts. Oh, da haben wir ihn gerade noch abdrängen können. Sonst wäre er schon wieder auf und davon gewesen.
Alter, so komisch an uns ab. Das ist dann auch ein bisschen ärgerlich teilweise. Aber ich muss ja ganz ehrlich sagen, die Musik von Rocket League ist der Oberhammer. Ihr hört sie gerade, denke ich mal, ein bisschen. Die habe ich extra für euch heruntergeladen, weil ich die so geil finde. Ah, wenn wir jetzt uns nicht dumm anstellen, haben wir hier das Tor. Sehr schön, hat er fast noch bekommen. Hammer, also der spielt echt gut. Der spielt echt gut. Ist noch Semi-Profi, also ich bin auch erst gerade Profi geworden. Ja, dann nennt er mich Noob, aber was soll's. Ist dann wahrscheinlich ein nicht ganz so freundlicher Geselle. Da war der freundlicher, weil der Typ vorhin schon freundlicher. Hätte ich das eher gewusst, dass er so weit hinten ist, hätte ich versucht, den Ball eher ins Tor zu spielen. Aber ich dachte, dass er schon auf dem Weg Richtung eigenes Tor ist. Er ist auf jeden Fall nicht schlecht, der Typ. Das merkt man. Oh, was war das denn? Was war das denn? Freunde der Nacht. Und was das war, frage ich mich gerade auch ein wenig. Heilige! War das Luck? Komm schon. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. Wow. Mir ist wieder so warm, Leute. Achtet nicht, was der gute Herr da in den Chat schreibt. Wir haben uns, Freunde, und das ist das, was zählt, oder? Zu dem Spiel kann ich auch nur sagen, wenn ihr Lust habt, mal mit mir zusammen zu spielen, dann schickt mir einfach eine Freundschaftsanfrage auf Steam. Dann kann man sich das sich... Und er nennt mich Noob. Dann kann man das bestimmt irgendwie einrichten. Ich habe sogar einen schon angenommen von euch. Sehr schön. Ihr könnt euch auch so oft ihr wollt mit mir schreiben. Ihr braucht auch keine Angst haben, weil ich habe auch nicht mehr so viel Überblick. Ich habe da nicht so viel Überblick, wer mich geedet hat und wer nicht. Deswegen einfach anschreiben, wenn ihr Bock habt. Ich habe meistens Zeit. Jetzt nicht immer, aber so in der Woche abends bestimmt, wenn ich nicht gerade im Aufnehmen bin. So, jetzt sammle ich auch ein bisschen hier Boost ein, falls er kommen möchte, aber er möchte nicht kommen. Weißt du was, dann lasse ich ihn mal. Ah, fuck, da habe ich versucht, den Ball zu erwischen, was allerdings missglückt ist. Da haben wir ihn allerdings bekommen, sehr gut. Rammen wir ihn mal weg und versuchen, einen Konter zu starten. Das hat er gut gemacht. Muss man sagen, dass er das gut gemacht hat. Und dann vor allem, dass man mit so einem dünnen Auto so gut klarkommen kann. Ja, nicht schlecht. Auch wenn er nicht jetzt so ganz so freundlich ist. Boah, schön gehalten. Jetzt muss ich aufpassen. Okay. Schade, da habe ich versucht, in ihn reinzuspringen. Und jetzt hat er natürlich den Vorteil, dass er den Boost hat. Aber ich konnte ihn noch einmal wegrammen. Was den Vorteil hatte, dass er nicht direkt den Konter starten konnte. Fuck, jetzt wollte ich mir den Boost schnappen. Aber den haben wir leider nicht bekommen gehabt. Da ich so doof war und dran vorbeigefahren bin. So, lassen wir ihn mal wieder kommen. Ah, die Bälle mag ich nicht. Aber den konnten wir gut lösen. Sehr gut. Sehr schön. Sehr gut, Leute. Da haben wir das 4-2. Das sind spannende Spiele hier. Also, wie gesagt, 1 gegen 1 macht mir persönlich fast am meisten Spaß. Wenn man jetzt nicht gerade einen Mate an der Seite hat, auf den man sich verlassen kann. Denn man möchte ja auch auf seinen Partner sich verlassen können. Da ist ja... Jetzt fliegen wir nochmal eine Runde. Hui. Und das ist immer noch so eine Sache bei 2 gegen 2. So, und jetzt gehen wir mal ganz schnell raus, bevor der irgendwas Komisches schreibt hier, Freunde. So. Ja, dann würde ich sagen, nach 10 knorkigen Minuten, ich denke mal, dass es ungefähr 10 Minuten waren,
Beende ich die Aufnahme. Normalerweise habe ich auch nicht hier dieses Dollarzeichen. Nur wenn ich mit meinen Kollegen zusammenspiele, dachten wir uns, machen wir immer dieselbe, nehmen wir immer dieselbe Flagge. Normalerweise nehme ich immer, können wir ja nochmal kurz gucken. Normalerweise nehme ich immer die hier. Ich weiß nicht warum, ich finde die ganz cool. Und auch das Design vom blau und roten Auto ist jetzt nicht mein liebstes. Ich mag das hier eigentlich viel lieber. So gefällt es mir richtig gut. Ich kann euch ja auch mal zeigen, was ich alles schon freigeschaltet habe. Als Profi ist es natürlich so eine Sache. Da hat man schon relativ viel. Alle Autos ist aber eigentlich selbstverständlich auf diesem Level. Ich glaube, ich habe sogar alle Reifen. Ja. Also, ne, wie gesagt, ich spiele das Spiel sehr oft. Die zwei Spiele waren jetzt extrem schwierig. Vor allem, weil Ranked, da sind immer ein paar bessere Gegner. Und es hat trotzdem Spaß gemacht, auch wenn wir das erste verloren hatten. Und im zweiten einen relativ mäten Kollege an der Seite hatten. Ja, jetzt habe ich mal grob alles gezeigt gehabt. So, das kann ich auch nochmal zeigen hier. Zwei Stück fehlen mir dann noch. Wow, die Unreal-Flagge ist auch ganz cool. Könnt ihr ja mal schreiben, was ihr sehen wollt. Dann freut ihr euch vielleicht so ein bisschen, wenn ihr sagt, oh cool, wegen mir hat er jetzt das und das ausgerüstet. Dann erwähne ich euch vielleicht auch mal. Also, ich möchte ja nur, dass ihr mit mir zusammen Spaß habt. So, ich nehme aber jetzt doch nochmal wieder hier diese Flagge. Damit habe ich auch am meisten gespielt. 5 Stunden, 12 Minuten. Gut, dann würde ich sagen, war es das für die erste Folge. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dahin, Leute. Tschüss.